Hallo YouTube, neues Video, neues Glück. Ja, heute mal wieder eine Produktvorstellung, dementsprechend als erstes mal ein obligatorisches Achtung Werbung. Wie kam es dazu? In einem Bushcraft Forum auf einer Gruppe bei Facebook hat einer einen Post erstellt. Er möchte irgendwie jetzt auch, ich sag mal, online Geld verdienen mit so einem Outdoor-Laden und hat eben angeboten, dass er kostenlos Ponchos verschickt. Das ist ein Angebot, das ist ein Zweier-Set. So sieht es eingepackt aus. Gibt es in Blau und in Weiß dann. Und die kriegt man halt umsonst. Und man sollte sie halt ein bisschen bewerten. Und da dachte ich mir, naja gut, du hast einen YouTube-Kanal, warum machst du nicht einfach auch gleich mal ein Video drüber? Denn es wird ein bisschen interessant. Das Schöne ist, ich habe keinerlei Vorgaben, wie ich dieses Produkt bewerte. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ey, das ist der größte Gülle, es ist absoluter, totaler Müll. Und es wäre somit in Ordnung. Aber Spoiler, so schlimm ist das gar nicht. Ja. Erstmal zum Produkt selber. Zweimal. Einmal in Blau und einmal in Weiß. Im Weißen zeige ich euch dann gleich nochmal ausgepackt. Für 11,50 € aufgerundet. 11,49 € kostet es normalerweise. Habe auch mal geguckt im Internet. Ich habe die auch noch bei anderen Anbietern gefunden. Da kosten sie im Schnitt 50 Cent mehr. Das heißt, wenn ihr euch 50 Cent sparen wollt, dann könnt ihr auf den Link unten in der Videobeschreibung klicken. Als ich werde euch das Ding hier verlinken und können dann eben diese Ponchos kaufen. Ponchos, sehr, sehr günstig. Das ist nämlich dann auch schon mal ein großer Fakt, denn ich habe natürlich auch geguckt, was kosten andere Ponchos. Und ich sage mal so, die brauchbaren Ponchos, diese ganze Einweg, gelber Sacktüten, Bullshit-Scheiße, die ihr natürlich auch bekommt, die zähle ich da nicht mit rein. Das nächste, was so halbwegs damit vergleichbar wäre, die sind dann so bei 15 € aufwärts. Und man nähert sich dann natürlich ganz schnell ganz großen Gefilden. Und deswegen zeige ich euch einmal diese Ponchos hier. Muss dazu sagen, leider hat er den Zeitpunkt, wo der Händler das Angebot gemacht hat, ein bisschen verpasst. Denn wir hatten eigentlich tagelang Regen. Da hätte ich den wunderbar auch mal draußen testen können, hätte mal gucken können. So habe ich den halt leider einfach mal nur unter die Dusche mitgenommen und habe mal geguckt, ob der dicht ist. Und ja, er ist dicht. Ja, ist halt Poncho, wobei Poncho eigentlich falsch ist. Es ist eigentlich eher eine leichte Regenjacke. Ja, wofür man das verwenden könnte, was ich an dem Produkt noch ein bisschen bemängeln werde, dazu komme ich dann jetzt im Laufe. So, erstmal ja, zwei Ponchos für 11,50 €, also für 6,25 € einen, ist erstmal ein starker Preis. Dafür kann man jetzt natürlich kein BW-Poncho erwarten oder dergleichen. Trotzdem sind die in einem gewissen Bereich von Vorteil, weil die sind halt mega leicht, kann man sehr, sehr schön klein zusammenknüllen und zusammenpacken, passen überall mit rein. Das heißt, für den Verwendungszweck bei dem Poncho wäre es für mich weniger als der typische Bushcrafter Poncho oder auch dieser typische Poncho, den viele ja immer nutzen als Regenschutz. Dafür sehe ich den eher weniger. Das ist für mich eher ein Ersatzponcho. Ein Poncho, den ich mir, beziehungsweise eine Regenjacke, die ich mir einfach mal ins Auto mit reinlege. Falls ich bei einer Unfallstelle stehe und es regnet, dann kann ich sowas anziehen. Oder für den Get Home Bag oder für den Bob, wo ich einfach massiv Gewicht einsparen möchte und einfach nur einen Nässeschutz haben möchte, denn das können die. Und dafür sehe ich die auch grundsätzlich erstmal als geeignet und dadurch, dass sie nicht viel kosten, kann man da definitiv sich mal das Ding antun. Ja, dann, ich habe es ja schon angedroht, ich habe mal einen ausgepackt, wie gesagt. Das Material sieht zwar ein bisschen dünn aus, aber stabil. Also ich habe da auch mal mein Messerchen reingesteckt, habe das mal hier so hochgehalten, habe mal ein bisschen drauf eingestochen. Im Großen und Ganzen sieht das Ding aber immer noch gut aus. Das heißt, es ist immer noch wasserdicht, also selbst mit ein paar Löchern drin. Ich weiß, das könnte jetzt mal eins suchen, aber die finde ich jetzt gerade gar nicht. Ein bisschen was taugt. Klar, natürlich damit durch sämtliche Gestrüppe springen ist natürlich absoluter totaler Nonsens. Da geht er dann doch kaputt, weil das sieht man halt auch hier. Der ist vor allem einfach ein bisschen geklebt. Da sehe ich dann ein bisschen die Nachteile darin. Aber im Anbetracht dessen, was man dafür bezahlt, muss man natürlich auch ein bisschen Abstriche machen können. Das Gewicht finde ich sehr cool. Und wenn ich mir das jetzt mal so angucke, wenn der jetzt ausgepackt ist, ja, kann ich den wunderbar schön ein bisschen zusammenknüllen, ja, und hier oben in die Kapuze stecken und habe hier ein wunderbar kleines Beutelchen, das ich problemlos nochmal in den Rucksack quetschen kann, in der Seitentasche beim Auto oder dergleichen,
Ja, ultra mega leicht. Also das Ding, das wiegt glaube ich keine 100 Gramm im Vergleich jetzt mal zum Bundeswehrponcho, der ja doch ein ganz anderes Gewicht hat. Ein absolutes Leichtgewicht, natürlich dementsprechend Haltbarkeit. Ja, ich habe es ja schon mal gesagt, der Poncho ist ja eigentlich eine Jacke. Hat hier ganz normale Plastikdruckknöpfe, die auch tatsächlich funktionieren. Gibt es auch nur eine Einheitsgröße ganz nebenbei, aber ich sag mal, ihr wisst ja, ich bin ja nicht unbedingt das Schlankeste und Rankeste und selbst ich kann den anziehen. Die Ärmel sind nur ein bisschen kurz, aber ansonsten ja, wie gesagt, kann man hier abschließen und dann ist der dicht, hat auch nochmal eine Kordel dran. Durchaus Sachen, wo die ganzen anderen günstigen tatsächlich nicht haben. Ja. Und ansonsten, ja, Großteil halt einfach eine Plastiktüte im Endeffekt, aber aus einem guten, stabilen Material. Ja, deswegen ich den ja eigentlich ein bisschen malträtieren wollte. Vielleicht kommt auch nochmal ein Malträtierungsvideo, dass ich damit wirklich mal ein bisschen durch den Wald flitze oder so. Mal durch das eine oder andere Gebüsch springe. Aber ich denke mal, das wird er dann nicht wirklich benutzen, schaffen. Ja, aber das ist im Endeffekt. So, ich mach mal das Ding weg. Ich gucke hier glaube ich noch. Das ist im Endeffekt der Poncho. Oder die Regenjacke, die ich eben ja, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ganz nebenbei, falls es jemanden interessiert, die Ponchos werden auch weiterverwendet. Den einen wird wahrscheinlich die Freundin kriegen und den werde ich mir mal ins Auto schmeißen. Da habe ich zwar noch mal einen Bundeswehr-Poncho drin, aber zusätzlicher Ersatz kann man immer mal gebrauchen. Dementsprechend erstmal danke nochmal an den Händler. Ja, kommen wir zu den Kritikpunkten. Kritikpunkte, aufs Material gehe ich nicht ein, für den Preis ist das okay. Da brauchen wir nicht drüber reden, ich meine, wir reden immer noch von 6,25 €. Ja, da könnt ihr mal gucken, was ihr für 6,25 € bekommt und da bekommt ihr wirklich im Endeffekt materialtechnisch das, was einen gelben Sack ausmacht, was null aushält, wo ich wirklich sage, das Ding ist da, das ist ein Terminator im Vergleich zu den anderen Günstigteilen. Nee, aber die Farbe. Also das heißt, der Shopbetreiber kriegt ja sowieso den Link von mir. Kannst du ja mal gucken, ob du den vielleicht irgendwie in grün bekommst. Muss nicht unbedingt Oliv sein, also die gibt es vielleicht auch in irgendeiner grünen zivilen Farbe oder in braun, weil wie gesagt, ich habe einen Prepper-YouTube-Kanal, ich stelle Prepper-Produkte vor und da sind halt gewisse gedeckte Farben einfach von Vorteil. Und so gerade dieses Weiß oder auch dieses Blau ist halt ein bisschen kontraproduktiv. Ja, klar, es schützt vor Nässe, aber der Großteil steht drauf und will es ja auch immer haben. Dementsprechend denke ich, wenn du die dann vielleicht auch noch in grün oder in schwarz oder in braun oder sowas in die Richtung rankriegst, dann wäre das definitiv eine weitaus bessere Empfehlung. Und ansonsten für ein Get-Home-Bag, für ein Bug-Out-Bag, super ideal. Als zweiter Nässeschutz, falls man noch einen Mitfahrer hat, wo man dann sagt, okay, ich bin hauptsächlich alleine im Fahrzeug unterwegs, aber mal noch so einen zweiten oder dritten Nässeschutz dabei zu haben im Auto ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil Frauchen will vielleicht auch trocken bleiben, ja, oder das Kind. Da kann man tatsächlich mal hingehen und sagen, okay, dann investiere ich mal die 11,49 € und schmeiß das mit ins Auto rein und gut ist, weil das kann man reinwerfen, vergessen und gut ist. Es erfüllt seinen Zweck definitiv. Also so als Notlösung oder als Ersatz ist es definitiv eine hervorragende Geschichte. In puncto Haltbarkeit, ja, muss man halt Abstriche machen. Andererseits für ein Get-Home-Bag, für einen Bob, wo ich ja Gewicht sparen möchte, sehe ich da wirklich tatsächlich einen Vorteil. Und ich sehe es sogar als besser unter Umständen als den Regenponcho von der Bundeswehr, weil der ist zwar deutlich stabiler, hat aber auch ein ganz anderes Gewicht. Ja, da sind wir eigentlich soweit durch. Ich denke, das reicht. Das ist ja einfach nur ein Poncho. Was will ich dazu groß erzählen, ja? Also, ihr könnt da nicht irgendwie draufdrücken und dann kommt ein Auto raus oder so. Ja. Ansonsten, wer den auch hat, darf gerne unten in die Kommentare schreiben, wie natürlich eure Meinung ist. Das ist mir natürlich auch immer sehr wichtig, weil ich kann immer nur von mir reden, von meiner Meinung, von meinen Erfahrungen. Dementsprechend, wenn ihr das Ding auch habt, schreibt ruhig unten drunter, was ihr dazu sagt. Ob ihr das sagt, oh, das ist der größte Müll oder es ist vielleicht sogar noch weitaus besser, als ich es einschätze. Dann schreibt das unten in die Kommentare. Der Händler profitiert natürlich auch davon, weil er weiß natürlich, wo steht er mit seinem Produkt. Und er kriegt zumindest von mir eine absolut ehrliche Antwort. Und so bei der Wave, wenn du noch ein paar andere Sachen hast, wir können sicherlich gerne nochmal drüber reden, dass mir vielleicht nochmal was zukommen lässt. Na, so, du verstehst. Gut, ja, Spaß beiseite, muss auch mal sein. Ansonsten, Daumen hoch, wie immer, wäre natürlich mega cool. Und falls ihr noch kein Abo habt, dann ganz ehrlich, dann wird es aber langsam mal Zeit. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr nochmal zusätzlich einen Link zu meinem Discord-Server. Wenn ihr also über so Sachen wie eben Regenponcho, über Bug-Out-Vehicle, über
Bug Out Bag, über Get Home Bag, über sonstige Scheiße und Gott und die Welt und wegen mir auch darüber, welches Bier das beste ist, reden wollt, dann kommt auch einfach mal auf meinen Discord-Server. Da ist eine echt mega lustige Truppe mittlerweile zusammengekommen. Ich habe die echt alle lieb und grüße sie auch an der Stelle nochmal. Wir sind da regelmäßig im Sprachchat, quatschen, machen schlechte Witze, machen auch mal gute Witze, aber meistens sind schlechte Witze und reden mitunter eben über Ausrüstung und Co. Da bekommt ihr auch nochmal ein super mega geiles Feedback und natürlich könnt ihr mir auf meinem Server auch mal höchstpersönlich Feedback geben. Ja, wäre cool, wenn ihr da einfach dazukommen solltet. Und dann bin ich jetzt auch schon durch, habe euch genug Zeit eures Lebens gestohlen. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und haut rein!